Ja, irgendwie ist auf diesem Planeten halt zu wenig los, ne? Also ich finde wirklich, dass man NPCs wie bei Imperium einführen sollte, die dann ihre Dörfer haben, Kultur, vielleicht so ein bisschen ökosystemmäßig oder economy-mäßig eher. Also so Wirtschaftssystem, ja nicht so ganz, aber zumindest entwicklungsmäßig, das wäre vielleicht ja besser gepasst, dass die auch dann halt was bauen, halt auch selbst Ressourcen versuchen zu bekommen und dass man sich dann zwangsläufig irgendwann ins Gehege kommt. Das würde ich mir echt wünschen. Das wäre sehr, sehr geil. Aber ich glaube, bis das passiert, muss ich schon selber anfangen zu coden. Und ja, ich glaube nicht, dass das das Ziel des Entwicklers ist. Eigentlich ziemlich schade. Es hat so bei so vielen Spielen sehr geiles Potenzial, ungeahnte Möglichkeiten, was man daraus machen könnte. Und es wird halt nicht umgesetzt. Weil sie dann immer wieder nur in demselben Muster A und B denken wie alle anderen Entwickler auch. Und das ist echt traurig, muss man ganz klar sagen. So. Genau, alles mal hier rein. Der sollte sich ja dann eigentlich die Ressourcen gleich ziehen, wenn es soweit ist. Hoffe ich. Ich mache mal kurz das hier aus. Ich will das jetzt nicht auf dem Bildschirm haben gerade. So. Ja, vielleicht reicht das dann vom Silikon her. Mit dem bisschen, was wir schon gefördert haben. Ah, möglich. So. Genau, oder? Pack's jetzt mal so manuell rein. Bis ich das jetzt gleich fertig habe. Genau. Raffinerie, Raffinerie, das hier. Sollte sie ja eigentlich umgehend anfangen. Ja, komm, das ist sogar echt nicht verkehrt. Aber ist noch gar nicht alles Silikon. Das bisschen Eisen, was noch da ist, das lässt auch aufhorchen. Wobei, ich sollte mal endlich diese Rohre wegpacken, dann kann ich kaum was mitnehmen, sehe ich gerade. Ja, ein bisschen doof. Schrecklich. So. Genau. Bitte weitermachen. Sehr gut. Ach, sogar immer noch was da. Noch irgendwas? Ach, siehst du, da haben wir noch hier. Ach stimmt, ich hätte hier Silber gefunden. Ich habe ja das bisschen Silber noch mitgenommen, was ich da eben gefunden habe. Ja. Auch sehr vorbildlich. Mensch, die sind richtig, richtig gut. Und dann mal gucken, können wir ihm denn dann schon sagen, dass ich Glas brauche, Panzerglas? Zehn Stück? Ja. Wunderbar. Hat er auch schon genau die richtige Menge für. Ja, wir können das mal kurz hier manuell rüberpacken. Hat auf jeden Fall genug. Zehn Stück hat er schon. Weil ich glaube, es waren nur noch 10 Stück, oder? Na, zumindest, wir sehen, wir haben uns schon wieder ganz gut eingelebt. Und das Wichtigste ist wirklich für mich erstmal Sauerstoff. Oh, Panzerglas, oder wie viel hat noch gefehlt? 10 Stück haben noch gefehlt. Ja, und ich sehe gerade hier unten, hatte ich jetzt hier Sauerstoff reingepackt? Bitte sagt, dass ich hier Sauerstoff reingepackt habe. Oder dass ich eine Sauerstofffabrik drin habe. Nee, habe ich nicht. Ja, denn man hat es gerade gesehen, wir haben links unten jetzt nur noch 2 Kanister Hydrogen. Das heißt, das war's dann bald. Nicht 100. 10. Ja. Gut, es ist ein bisschen was übrig, ist auch nicht verkehrt, aber 100 war jetzt ein bisschen übertrieben. Also aktuell zumindest. Wir können vielleicht mal irgendwie so einen Aussichtspunkt machen oder sowas, wo man dann kurz schaut, was ist oben los, aber aktuell nicht, nö. Aktuell ist das nicht von Belang. Immer noch nicht genug? Ach stimmt, die hatten wir auch nicht genug. Aber es funktioniert erstmal, das ist die Hauptsache. Dann mal gucken, ob das dann ausreicht. Was produziert er denn momentan? Sauerstoffhaben. 1,9 Liter, 1, wir gucken mal, ob das reicht jetzt, um diesen kleinen Raum entsprechend mit genügend Luftdruck zu versorgen. Ah ja, siehst du? Ach. Frische, selbstproduzierte Luft. Ist das nicht geil? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Na, jetzt wäre es halt nur schön, wenn man die Sauerstofftanks auffüllen könnte. Na, das wäre echt super. Na gut, zumindest. Es gibt aber auch keine Option, dass man hier sagen kann, von wegen einlagern oder so, ne? Weil immerhin wird ja Sauerstoff produziert, also könnte man ihn doch rein theoretisch auch einlagern, aber. Na. Egal. Das funktioniert zumindest Vorrat. Doch, das geht.
Ach was. Ich kann ihm sagen, er kann das hier auffüllen damit. Ist ja geil. Das geht doch. Gut, dann mal gucken. Wir haben jetzt hier eine leere Sauerstoff. Nee, ist Hydrogen. Sauerstoffflasche. Wird die denn jetzt aufgefüllt? Wie fährt die jetzt? Achso, die war, die hat das schon automatisch aufgefüllt, ne? Ah, es geht von hier aus nicht. Das ist ja cool. Können wir mal drei. Okay, sagen wir mal entlüften. Halt, Helm aufsetzen. Boah, ich wollte gerade sagen. Weil es macht keinen Sinn momentan, das zu belüften, weil wir müssen die ganze Zeit rein raus. Das heißt, den Sauerstoff hier erstmal wieder rausziehen, den wir da drin haben, ist besser. Ja, dann siehst du, haben wir schon... Ah, das ist ja geil. Also können wir wirklich damit halt unseren Sauerstofftank auffüllen und auch unsere Kanister, wir haben es gesehen, ne? Unsere tragbaren. Ja, sehr geil. Das heißt, wir ersticken nicht. Juhu, yay! Okay, Hydrogen vielleicht ein bisschen das Problem, aber... das ist mir jetzt eigentlich egal. Ich ersticke nicht. Das ist ja super gut, ey. Richtig geil. Wir müssen nur bald noch neue Sauerstofftanks basteln. Ja, weil da müssen wir hier nochmal einen dran setzen, den dann hier verbinden erstmal. Was brauche ich denn für einen Sauerstofftank? Sauerstofftank, komm her. Ah, das macht mich gerade richtig, richtig happy. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja. Nur wer schon mal auf dem Planeten gestrandet ist, wird das nachvollziehen können. Hm. Großes und kleines Starrohr, okay. Und Computer. Ich hoffe, das sind noch genug. Ja, passt. Sehr schön. Genau, ich glaube, das ist schon alles. Oh nee, Motor brauche ich noch. Motor. Ja, weil ich muss ja jetzt... Hm, irgendwas Falsches mitgenommen. Genau. Aber ich muss jetzt diese Verbindung herstellen, damit er dann halt auch wirklich das dann auffüllt. Was wäre jetzt ärgerlich, wenn es dann heißt, oh hey, wir haben die ganze Zeit produziert, es war nur kurz Tag. Wir haben kurz produziert, aber hey, naja, ist schon wieder vorbei. So, Vorrat, genau, soll er auch auffüllen. Macht er? Also es ist nicht viel, ne? Es dauert schon recht lange. Aber es ist ein bisschen was. Es ist ein Anfang. Weil, wie gesagt, wenn es hier wirklich kein Eis geben sollte, dann haben wir nur das. Super episch, ey. Na, dann lassen wir mal die... Also die Sonne wandert ganz komisch. Erst so und dann so. Na egal, anscheinend haben wir einen relativ langen Tag dann entsprechend. Das wäre natürlich vorteilhaft. Und dann müssen wir jetzt definitiv... Kann sein, dass es nicht auf 100% läuft, weil wir nicht genügend von diesen Panzerglasdingern haben. Ich probiere das mal aus. Ja, einfach mal so ein bisschen was reinhauen. Kann jetzt sein, also ich könnte es mir zumindest vorstellen, ne? Das ist daran nicht. Dann bedeutet das natürlich jetzt auch für mich, ich muss davon auf jeden Fall noch mehr. Am besten vielleicht so... Ah, was weiß ich. Nochmal so zwei Stück. Mhm. Dann sollten wir ganz gut dabei sein. So, weil die Sonne hakt volle Kanne drauf. Das muss eigentlich. Ich denke, das liegt hier ran. Das ist nicht jetzt... Okay. Braucht der da doch so viel? Nee, geht nicht auf 100%, okay. Hm. Gut. Ja, ist auch nicht so wild. Aber auf jeden Fall brauche ich 80 Stück für eins. Dann lasse ich ihn 100 Stück produzieren. Achso. Genau, so rum. Das ist besser. Ich hoffe, wir haben davon jetzt genug. Wie sieht's denn aus?
Er hat es nicht zurückgepackt, aber ich glaube, das müsste... Ja, locker. Das reicht locker. Sehr schön. Weil dann machen wir gleich das nächste und dann werde ich das jetzt aber nicht so aufwendig machen mit unterirdisch mit dem Rohr, sondern werde das jetzt halb unterirdisch, ne? Also so nicht ganz so extrem. Na, Stahlplatten. Was brauche ich denn noch? Motor, glaube ich. Aber nicht so viel. Naja, so viel haben wir nicht dabei gehabt. So, Heizungskomponenten. Dann können wir erstmal loslegen. Dass wir vielleicht noch schaffen, halt einen dritten mit aufzubauen an der Stelle. Achso, halt interne Panzer. Habe ich hier nicht welche drin? Hier müsste doch eigentlich interne Panzer. Ja, da. Ach, Scheibenkleister. Warte mal. 20 weg. Dann kannst du ein bisschen was. Ja, sehr gut. Weil ich muss ja irgendwie eine Verbindung herstellen können, ne? Ja. Das heißt, fangen wir mal hier so an. So, ich glaube, es passt. So. Ah, oh, halt. Nicht beschädigen. Nicht die Ware beschädigen, genau. So. Wollen wir das jetzt? Genau. Machen wir das nämlich so. Also ganz, ganz einfach. Sehr gut. Ah, interne Panzerung, okay. Aber auch nur die. Dann kann ja gleich der nächste ran. Ah, ich glaube, wir haben noch genug Zeit. Ich hoffe es. Das genau. Was habe ich denn da noch dabei? Irgendwas Komisches lag da im Inventar drum. Ne? Ja, da müssen wir gleich mal gucken. Das gefällt mir nicht. Sehr schön. Achso, ein bisschen falsch gesäbelt. Naja, ist nicht so wild. Man kann es nicht immer hundertprozentig treffen. Okay. Einmal das. Und dann kann der jetzt hier schon direkt drauf dann. Sollten wir ihn nur wieder aussuchen. Da ist es. Ah! Ist das jetzt richtig? Ja, das wäre falsch rum. Genau, so ist richtig rum. Ah, was ist da? Oh, ich glaube, das haben wir auch noch alles drin hier. Genau. Sehr geil. Ja, und ist gleich das nächste fertig. Und dann können wir gleich mal gucken, wie es mit dreien aussieht, ne? So, Computer und... Warte mal, ich habe doch so viel... Hatte ich nicht genug jetzt mitgenommen? Ich habe doch 80 oder 100 gesagt gehabt. Also auf jeden Fall Metallgerüst und Computer, okay. Ich hole das mal von drinnen jetzt. Ist ja komisch. Hm. Ja, etwas eigentümlich. Computer, Metallgerüst, glaube ich, waren es nur... Ich nehme es auf 20 mit. Vielleicht reicht das. 8. Das passt doch nicht. Komisch, hat er... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum er das nicht gemacht hat, aber es ist auch eigentlich egal. Ob der Rest soweit fertig. Okay, wunderbar. Genau, Metallgerüst, Computer. Computer haben wir, glaube ich, noch an Bord. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel Computer in der Zeit brauchen, also... War das schon immer so? Ich glaube, das fällt einem manchmal, also wirklich nur auf, wenn man halt es nicht hat an der Stelle, ne? Ja, ich denke auch. Ja, Computer fehlt. Hm. Interessant. Interessant. Hm. Da brauchen wir auch, glaube ich, Silizium für, also Silikon. Ah. Sehr gut. Dann habe ich noch Stahlplatten dabei. Dann kann ich das nämlich gleich wieder dicht machen. Aber ich mag das nicht offen rumliegen haben. Das ist dann sowas, wo ich mir denke, da kommt jetzt irgendwas an, ja. Und dann dachte ich, was ist denn da jetzt? Krieg rein, mach alles kaputt. Und wie gesagt, ich wollte ja eigentlich Spinnen wieder anschließen, aber ich, oder anstellen. Ich weiß ja nicht, wie die sich dann verhalten. Und bevor die uns dann hier alles kaputt machen, möchte ich auf Nummer sicher gehen. So.
Nun gut, das soll es dann aber auch erstmal gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.